Fair ist für mich, gerechte Chancen zu haben. Fair ist für mich, angenommen zu werden, ernst genommen zu werden. Also eigentlich das alles, was die Jungs und Mädels, die hierher kommen, glaube ich, nicht sehr häufig in ihrem Leben erlebt haben. Weder von ihren Eltern, von ihren Partnern noch von ihren Freunden. Wir haben ungefähr so 600 bis 800 Personen, die wir im Jahr über betreuen. Durchschnittsalter knapp unter 25, ein Drittel Frauen, viele Frauen mit Kindern dabei. Viele Leute, die seit so vielen Jahren, teilweise in der zweiten, dritten Generation, von Transferleistungen abhängig sind, dass die eigentlich was anderes wie einen Einkauf bei Aldi gar nicht kennen. Da wachsen Kinder mit der billigsten Mettwurst auf vom ersten Tag an und mit dem billigsten Brot, was es abgepackt wird. Wenn sie hierher kommen, sollen sie schon frisches Gemüse, frisches Obst und ähnliche Sachen haben. Schon umso deutlicher, weil ein ganzer Teil Frauen mit Kindern hierher kommen. Und ich glaube teilweise das einzigste Obst, was die so haben, was noch von der Qualität relativ gut ist, das sehen sie hier mal. Ja, Naturkost Leckershausen ist dem Gedanken des fairen Handels sowieso sehr eng verbunden und unterstützt Projekte in Göttingen und im Umland, die dieses weitertragen an Endverbraucher bzw. an Abnehmer. Wir freuen uns über den Kontakt und sind ein Stück weit auch stolz darauf, glaube ich, mitwirken zu dürfen an diesem Projekt, was ja letztendlich dem Allgemeinwohl oder Gut der anderen dienen kann. Das betrachte ich als Fairness den Leuten gegenüber, dass es halt mal ein bisschen teurer ist, wie das, was vielleicht woanders ausgegeben wird, weil sonst die Leute durchaus nicht auf der Siegerseite sind, sondern eher auf der Verliererseite. Und das ist dann vielleicht so ein kleines bisschen zurückgeben, was wir da machen, dass wir vielleicht sogar gegen ihren Willen ihnen was Besseres anbieten, wie sie denken.